Guten Tag. Ja, ich habe jetzt einen unschönen Kommentar auf einem Video unter meinen Fraser-Videos gefunden. Tut mir leid, dass es Fraser auf YouTube zurzeit nicht mehr in deutscher Sprache gibt. Ich schaue Fraser seitdem meistens auf Englisch. Ich würde sagen, es lohnt sich. Auf der anderen Seite natürlich, wer gerne Fraser gucken wollen täte, würden wahrscheinlich einige auf Deutsch, die kein Englisch können. Wenn es jemanden gibt, der sich quasi nochmal bereit erklären würde, welche hochzuladen, wäre das natürlich sehr schön. Könnt ihr mich auch gerne wieder benachrichtigen, dann werde ich wieder die Leute darüber informieren und so weiter, wie das auch letztes Mal war. Mir hat das sehr gefallen. Und ja, jetzt noch eine Sache zu diesem Kommentar da, der wirklich nicht schön ist und wahrscheinlich auch nicht gut überlegt ist und einfach aus dieser Wut heraus, dass es Fraser jetzt leider nicht mehr auf YouTube zu sehen gibt. Ich kann da auch nichts für. Auf meinem Kanal mag deiner Meinung nach Müll sein. Ich vermute allerdings, du hast dir meinen Kanal nicht angeguckt. Und bevor du dann meinen Kanal als Müll bezeichnest, wo ich mich ja auch irgendwo beleidigt und angegriffen fühle, guck dir doch lieber erstmal meinen Kanal an. Ich kann mit Kritik sehr gut umgehen, aber ich mag das nicht so besonders, wenn sie einfach so grundlos geschieht. Okay, in diesem Sinne, einen schönen Tag noch und falls es neue Fraser-Folgen geben wird, werde ich euch darüber informieren. Hoffen wir das Beste. Inzwischen schaut sie ruhig auf Englisch. Man lernt ein bisschen Englisch dabei und macht auch ganz Spaß. Tschüss, bis zum nächsten Video.